Herr Kollege André Hunko, Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Frage geht an den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und zwar bezieht sich die Frage auf die Reproduktionszahl im Falle von Corona und auf die Frage der Evaluierung. Sie kennen ja auch die Kurve vom Robert-Koch-Institut, dass die Reproduktionszahl zunächst auf 3 etwa gestiegen ist und dann unter 1 gefallen ist. Und für viele Bürger und für mich, für Sie vielleicht auch, war es ja überraschend, dass die Reproduktionszahl schon vor dem großen Lockdown am 23. März unter 1 gefallen ist. Und wenn man sich das so anschaut, dann kommt man ja zum Eindruck, dass die ersten Maßnahmen, die Absage von Großveranstaltungen, einen großen Effekt hatten und die Hygieneaufforderung, dass aber der Lockdown am 23. März, 3 Tage später, nur einen vergleichsweise geringen Einfluss hatten. Meine Frage ist, wie bewerten Sie das und welche Evaluierungsprojekte plant die Bundesregierung, um die einzelnen Maßnahmen zu bewerten? Herr Präsident, lieber Herr Kollege, zum einen 2 Bemerkungen. Das eine ist, wir haben immer darauf hingewiesen, dass die Reproduktionszahl eher ein wichtiger Parameter ist, aber nicht der einzig wichtige. Es geht natürlich auch um die absolute Zahl an Neuinfektionen, damit es handelbar ist, auch für das öffentliche Gesundheitswesen, zum Beispiel in der Nachverfolgung. Es geht um die absolute Zahl, auch mit Blick auf das Gesundheitswesen, Intensivmedizin, die Kapazitäten, die gebraucht werden. Heute haben wir doppelt so viel Genesene wie akut Infizierte. Also auch die Relation spielt eine Rolle. Insofern wundere ich mich über manche öffentliche Debatte, die alles nur auf eine Zahl reduziert. Dafür ist das Geschehen zu komplex. Zweite Bemerkung, ja. Was wir sehen, ist, dass die Bürgerinnen und Bürger mit den Ereignissen in Norditalien, mit dem, was in Gangelt passiert ist, mit der öffentlichen Debatte darüber, mit den Bildern, auch mit der Aufforderung, die wir sehr frühzeitig auch seitens des Bundesministeriums für Gesundheit in den Medien, in den sozialen Medien, aber auch insgesamt gemacht haben, Kontakte zu reduzieren oder etwa auch nach Skiurlaub 2 Wochen selbst in Quarantäne zu gehen, dass das sozusagen zu einem aus freier Entscheidung mit den vorliegenden Informationen getroffenen Lockdown durch die Bürgerinnen und Bürger geführt hat. Man sieht an den Bewegungsdaten, dass nach Aschermittwoch mit der öffentlichen Debatte die Bürger aus eigener Entscheidung ihr Verhalten geändert haben, weil sie eben gesehen haben, da passiert was. Und das zeigt eben, wie wichtig am Ende, gerade auch in einem freiheitlichen Staat wie unserem, ist, dass wir Akzeptanz und Unterstützung haben, auch eine Anerkenntnis, warum wir was tun bei den Maßnahmen, die da sind. Und übrigens aus meiner Sicht auch gleichzeitig, dass es eine Perspektive gemeinsam gibt für diese starken Freiheitseinschränkungen, damit die Akzeptanz bleibt. Insofern ja, es ist schon vorher zurückgegangen wegen der Einsicht. Aber, Herr Präsident, die zusätzlichen Maßnahmen haben natürlich in diesem komplexen Geschehen auch geholfen, dass es gemeinsam in einer handelbaren Größenordnung geblieben ist. Das eine gehört zum anderen. Danke sehr. Nachfrage, Herr Hunker. Aber ich habe zu dem Punkt eine Reihe weiterer Fragen, ich sage es gleich. Also wenn Sie irgendwo die Regeln sind ja nicht von mir geschaffen, sondern vereinbart. 60 Sekunden für Fragen und Antworten jeweils und für Nachfragen jeweils 30 Sekunden. Herr Hunker. Ja, vielen Dank. Ich will vielleicht nur verweisen, dass Sie ja die Reproduktionszahl in den Mittelpunkt der Debatte gestellt haben. Natürlich gibt es viele Parameter. Aber noch mal die Nachfrage, weil es sind natürlich auch zum Teil weitreichende Maßnahmen. In welcher Form werden Sie künftig versuchen zu evaluieren, welche Wirkung welche Maßnahme hatte? Ich glaube, das ist ja sehr wichtig, auch was die Akzeptanz angeht. Viele Bürger wollen ja auch verstehen, sozusagen, wie der Effekt dann bestimmter Maßnahmen ist. Also noch mal die Frage zur Evaluierung. Ich lege erstmal grundsätzlichen Wert darauf, dass ich jedenfalls jederzeit in meinen öffentlichen Äußerungen darauf hingewiesen habe, dass es ein komplexes Geschehen ist und es sich nicht auf eine Zahl reduzieren lässt. Und zum Zweiten bin ich bei Ihnen, dass wir das evaluieren müssen. Dadurch, dass die Maßnahmen so schnell hintereinander getroffen wurden, konnten wir sie beim Einführen nicht evaluieren. Ist jetzt auch Teil der Wahrheit. Wir haben aber jetzt eine Herangehensweise ja schrittweise. Wir haben jetzt erste Maßnahmen, die wir uns nach 2, 3 Wochen in ihrer Wirkung, so ist es ja vereinbart mit dem Ministerpräsidenten, anschauen können, was das am Infektionsgeschehen verändert. Und das macht eine Evaluierung natürlich besser möglich. Es gibt Studien auch aus anderen Ländern,
und Herleitungen. Aber wie eine isolierte Maßnahme, Kitaschließung oder eine isolierte Maßnahme, Absage, Großveranstaltungen wirken oder nicht wirken, kann man natürlich sozusagen ja nicht unter Laborbedingungen nachvollziehen, weil ja jede Maßnahme auch wieder Verhaltensänderungen in anderen Bereichen, ich habe es gerade beschrieben, einfach aus Erkenntnissen und aus der Debatte heraus nach sich zieht. Aber natürlich, da bin ich bei Ihnen, müssen wir alles tun, es wissenschaftlich so gut als möglich auch zu begleiten. Danke sehr. Zum selben Themenkomplex.